Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem schwingenden Commander-Krieger. Da schwingt er noch und zack hat er seine endgültige Position erreicht. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem Herrschafts-Gameplay auf der Map Launch. Und ich habe dafür in meinen Koffer eingepackt die MPL, schallgedämpft mit Schnellfeuer und dazu die Makarov mit erweitertem Magazin. Als Perks Flag Jacket Pro, Kriegsherr Pro und Ninja Pro und die Abschussserien, ihr kennt sie glaube ich schon auswendig, auf der 8, der Blackbird. Der schmutzige Vogel. Auf der 9, der Chopper Gunner, der auf der Map scheiße ist. Und auf der 11, die Commander Krieger Wauzis, die einfach nur Style haben. So, das zu dem Setup, wie wir heute hier abnödeln. Und die Wauzis habe ich ja gerade eben schon angesprochen. Die werden wahrscheinlich auch in Black Ops 2 wieder mit dabei sein. Darüber freue ich mich natürlich so, wenn der Tomahawk wieder mit dabei ist. Dann kann das Spiel gar nicht so schlimm werden. Aber ich denke, da wird Activision uns auch noch einen Strich durch die Rechnung machen. Beziehungsweise unsere Träume zerplatzen lassen. Aber schauen wir einfach mal, was die Jungs sich da noch so einfallen lassen. Ich möchte auf jeden Fall nicht großartig dieses Spiel hypen. Beziehungsweise auf irgendeiner Hype-Welle mit aufspringen. Weil ich einfach sage, schauen wir einfach mal, was die Jungs ja diesmal so an den Start bringen. Ich sage bewusst nicht, was die Jungs diesmal verzapfen. Nee, wir schauen einfach mal ab und gucken mal, was da so kommen wird. Ich denke, da wird die ein oder andere Überraschung noch mit dabei sein. So, wir kommen auch direkt zum nächsten Thema. Und ein Thema, das für viele, viele YouTuber auch ziemlich interessant sein sollte. Zumindest, wenn ich nach meinen Nachrichten gehe. Denn einige schreiben mich an, Commander Krieger, wann ist für dich ein Gameplay attraktiv, dass du es auf YouTube hochlädst? Beziehungsweise, was muss es beinhalten? Es gibt verschiedene Aspekte. Es gibt YouTuber, wie zum Beispiel Asiali, der die ganze Zeit nur in Bewegung ist, rumrennt, macht und tut und das im Gegner spawnt, wo ich wirklich meinen Hut vorziehe und die richtig krassen Scores reißt. Davon gibt es natürlich auch noch wesentlich andere YouTuber, aber ich sag mal, gerade im deutschen Raum war Asiali mit einer der ersten, der auf YouTube war. Bums. So, dann gibt es, ich sag mal, das von der Bewegungseffizienz her genau das Gegenteil, den Allotrix, der halt mit seinem Team feste Spots hat und so die heftigen Punkte beim Spawn-Trappen, beziehungsweise es ist ja schon in einer gewissen Art und Weise Spawn-Campen, ausschaltet. Damit möchte ich ihn jetzt auch nicht angreifen, das heißt, ihr braucht jetzt nicht auf seinen Kanal rennen und sagen, guck mal, was der Krieger wieder mit dir sagt. Nee, ich habe auch mit ihm darüber gesprochen. Er meinte zu mir, wenn ich mal Lust hätte, mit ihm zu spielen, dann würde ich meine speziellen Positionen haben und die muss ich halten. Und das ist für mich so etwas, das ist für mich nicht interessant. Jeder kann so spielen, wie er will, aber das ist für mich, ja, ich sag mal, nicht interessant. Ich habe für mich so ein paar Kriterien, die für mich wichtig sind, dass ein Gameplay für mich, ja, YouTube-würdig oder fähig ist. Unter anderem zum Beispiel, ich möchte erstens in Bewegung sein. Ich möchte versuchen, ja, mich dauerhaft zu bewegen, also nicht irgendwie jetzt auf 5 Quadratmetern rumzudaddeln, sondern ich möchte schon über die gesamte Map laufen, in einer gewissen Art und Weise. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, jetzt war ich noch nie ganz unten unter der Rakete, da muss ich jetzt noch unbedingt hinlaufen. Nein, so ist es natürlich nicht. Aber ich möchte schon die ganze Zeit immer in Bewegung sein. Wenn es Objective möglich ist, möchte ich auch Objective spielen. Es gibt natürlich auch bei uns mal den Punkt, dass wir sagen, okay, komm, wir spawn-trappen mal ein bisschen und da kommen auch dann schon, ja, die ordentlicheren Scores zusammen. Aber das ist für mich erstmal zweitrangig. Ich möchte für euch, beziehungsweise für mich habe ich damals so den Maßstab gesetzt, mindestens eine gute 3er-KD oder halt ein wirklich cooles Gameplay, wo man das Ganze halt so kombinieren kann. Und wenn dann das ein oder andere BAFTISCH mit dabei ist, dann hat das eh schon mal sehr gute Chancen. So, und darum geht es einfach für mich, euch zu unterhalten. Und das kann ich halt nicht, wenn ich jetzt hier vorne die ganze Zeit an der Ecke stehen würde und sagen würde, so, hier, kann ich nicht. So, und das ist für mich ein Punkt. Ich möchte damit keinen angreifen. Jeder spielt so, wie er es gerne möchte. Aber es gibt für mich auch den Punkt, ich bin ja selber auch Zuschauer und auch Zuschauer gewesen und bin es halt immer noch. Und es gibt für mich halt einen Punkt, wo ich sagen muss, ja, das ist für mich interessant, das schaue ich mir gerne an. Oder das ist für mich einfach so ein Ding, was hintenher rumläuft. Und ich würde mal gerne wissen, wie seht ihr das Ganze? Was ist für euch ein attraktives Gameplay? Das würde mich mal einfach so, ja, interessieren. Ich denke, da werden die Meinungen auch sehr, ja, auseinandergehen. Natürlich muss ich sagen, dass so heftige Scores schon cool ist.
Aber irgendwann, ich weiß nicht, haut's mich nicht mehr um, muss ich ehrlich so sagen. Da möchte ich lieber so irgendwie ein paar witzige Kills haben oder ein paar witzige Deaths und darüber irgendwie was sagen oder einfach nur halt für mich, meine Art und Weise, ein attraktives Gameplay. So, und ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze da ja, so seht. Ihr merkt es auch schon, ich bin momentan ziemlich im Laberfluss in meinen Videos, in meinen Commentaries. Es ist nicht mehr so extrem themenbezogen, sondern ich laber einfach so wild drauf los, weil ich momentan einfach Laberlaune habe. Was man sicherlich auch daran merkt, dass ich momentan, ja, es sind ja momentan die Commander-Krieger-Livestream-Ostern, wo ich versuche, jeden Tag irgendwie abends irgendwann einen Livestream rauszuhauen, damit die Leute nicht im Fernsehen verblöden. Da können sie sich lieber im BVB-Schnarchen anhören. Also wer den BVB mal live schnarchend erleben möchte, der ist herzlich eingeladen für den Livestream. Ihr seht auf meiner YouTube-Seite, seht ihr es am Panzer. Das heißt, wenn oben wo links gehattet sein Binst. Oben links ist ja dieser kleine Raketenfuzzi. Und wenn da ein Panzer ist, in dem online steht, ist der Livestream online. Ihr könnt auch noch zusätzlich auf meiner Homepage gucken. Da gibt es so einen kleinen Graphen, so nenne ich es mal. Da steht, ja, entweder Livestream online, offline drauf. Oder, um es ganz einfach zu haben und auf Nummer sicher zu gehen, könnt ihr auch einfach mir auf Facebook ein Like geben. Die Seite findet ihr oben auf meinem Kanal. Und da steht dann ganz einfach, ja, mal so eine Nachricht, der Livestream ist nun online. Da habt ihr auch die Möglichkeit, mit mir zu zocken. Sei es auf der PS3 oder auf der Xbox. Ich wechsle das Ganze immer so verschieden ab. Und so habt ihr halt die Möglichkeit, mit mir zu daddeln. Wie das Ganze dann funktioniert, erfahrt ihr im Livestream. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach mal abends mal einschalten würdet. Da freue ich mich drüber. Ja, sonst ist ja auch scheißegal. So, dann, wenn ihr auf meiner YouTube, auf meiner Webseite seid, www.commanderkrieger.de, da seht ihr für den Samstag, den 14. April, seht ihr ein blaues Kästchen. Und wenn ihr da mit der Maus drauf geht, das ist übrigens der neue Upload-Kalender, den ich nicht mehr in das neue YouTube-Design einbauen kann. Dann seht ihr dort Commander Kaboom-Turnier. Ja! Es ist endlich soweit. Es ist endlich soweit. Am 14. wird es hochgeladen. Es sind noch die kleinen Kinderkrankheiten, die wir dem Video austreiben müssen. Und aber am 14. ist es soweit. Und da möchte ich doch nochmal so ein bisschen ja, Wort ergreifen. Denn viele haben immer geschrieben und haben gesagt, ja, baff dich! Nee, das haben sie natürlich nicht geschrieben, das haben auch einige geschrieben. Aber, ja, wo bleibt denn das Video, tralala. Und ich kann euch immer nur sagen, Leute, ich versuche, alle Leute zufriedenzustellen. Und es ist für mich auch ein Druck, ja, Gameplays bzw. Videos hochzuladen in einer gewissen Art und Weise. Zumindest sowas. Und ich hatte überhaupt gar keine, wie soll ich sagen, Macht will ich jetzt nicht sagen. Aber Kaboom hat gesagt, er will das Video bearbeiten, beziehungsweise dadurch wird es halt auch wirklich zu einem Kaboomschen Video. Und somit hatte ich nichts davon in der Hand. Er war in Tschechien, er hat gesagt so und hier und tralala. Und ich konnte immer nur das weiterreichen, was er mir gesagt hat. Und deshalb, manchmal dauert es halt was länger. Und ich möchte da doch einfach bitten, ja, dass ihr euch dann demnächst ein bisschen geduldet. Genauso sieht es auch momentan aus. Ich versuche ja ein, ja, wie soll ich sagen, 115.000 Abo-Special zu erspielen. Und wenn ich dann Modern Warfare 2 rumrenne und da kennt mich irgendeiner, der joint mir dauernd hinterher. Und ich möchte euch doch bitten, wenn ich dann schon zumindest ja, euch sage, bitte joint nicht hinterher, dann lasst es doch bitte auch. Weil so wurden schon das ein oder andere attraktive Scheiß-Gameplay wurde so versaut. Vielleicht kriegen wir es hin. Naja, der Drops ist hier gelutscht. 201 zu 94. Mein Score ist, ich glaube, 25 zu 7. 29 zu 5, nehmen wir doch. So, 5 Eroberungen, 3 Verteidigungen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt. Und ich verabschiede mich mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.